nach Haus. Und da ist ja wieder der Ohrwurm. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir freuen uns so sehr. Und Düsseldorf ist ja wirklich ein ganz besonderer Ort für Sie, Herr Bartos. Ja, ich bin hier groß geworden, zur Schule gegangen. Robert Schumann Konservatorium ist ja direkt um die Ecke hier, interessanterweise. Und ja, ich komme nach Hause. Ja, und geht dann das Herz anders auf als zum Beispiel in Hamburg, wo Sie jetzt aktuell leben? Ja, in Hamburg. Ich lebe da so am Stadtrand in der Nähe der Elbe und ich liebe die Stadt. Ich liebe es auch dort zu sein, aber das ist etwas anderes. Hier kenne ich, ich habe unweit von diesem Studio hier lange Zeit gelebt, gewohnt und so weiter. Also es ist schon was ganz anderes. Ja, und das waren die Zeiten von Josef Beuys noch, Marius Müller-Westernhagen damals auch kennengelernt. Natürlich. Klar, Kraftwerk, Hits geschrieben, das Kling-Klang-Studio. Es sind so viele Geschichten, die wir jetzt gleich ausführlich auch noch besprechen werden, weil es gibt eine große Autobiografie, die Sie geschrieben haben. Und was ich so beeindruckend finde, wie Sie da herangegangen sind, weil Sie haben ja eigentlich irgendwann in den 70er, 80ern angefangen vorzusorgen, inhaltlich die Geschichten einfach festzuhalten für die Ewigkeit. Naja, damals war mir die Ewigkeit nicht so ein Begriff. Ich habe einfach Taschenkalender geführt. Mhm. Mein Professor hier am Konservatorium, der hat mir einmal gesagt, Karl oder Karl-Heinz hieß ich ja früher mal, das wichtigste Instrument eines Musikers ist ein Taschenkalender. Mhm. Weil da schrieben wir dann immer rein, die Zauberflöte, Entführung aus dem Serail oder... Mhm. Oper von Wagner, also jeden Tag hat man ja so sein Programm. Und seitdem führe ich halt Taschenkalender. Und das kam mir natürlich sehr zugute bei der Niederschrift. Jetzt hat man erst natürlich das aufgeschrieben während des Studiums. Und dann kamen die ganzen Geschichten, Anekdoten hinzu. Sie sind dann aber auch in Vorbereitung auf das Buch ins Gespräch wiedergekommen mit vielen, vielen Wegbegleitern und Wegbeschreitern. Wen haben Sie am liebsten wiedergesehen? Und er hat viel Zeit und viele Geschichten auch beigetragen zu der. Ja, ich habe wirklich, ich wurde dann zu einer Art Freizeitjournalist und habe dann wirklich mit einem Rekorder stundenlang mit alten Kollegen gesprochen, die ganzen Techniker, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben. Es sind ja unglaublich viele Menschen an dieser Musik von Kraftwerk beteiligt gewesen. Mhm. Also das sind nicht nur wir vier, die auf den Plattencovern zu sehen waren, sondern unglaublich, gerade Ingenieure auch. Und Peter Bollig, Hans-Joachim Wichers oder Joachim Demann, die haben alle sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Kraftwerk so klingt, wie es klingt. Und das auch heute noch. Und sehr erfolgreich auch noch. Wir tauchen in die Welt von Kraftwerk gleich ausführlicher auch noch ein, haben dazu nicht nur musikalisches, sondern auch uns die Zeit genommen, Sie mal getroffen zu haben und mit Ihnen auch über diese Zeit noch mal zu reden. Machen wir gleich im Studio. Und wenn Sie Zuschauerfragen haben, gerne per E-Mail oder per Facebook klinken Sie sich ein. Die Fragen, die geben wir natürlich an Karl dann gerne weiter. Das machen wir während der Sendung dann gerne. Gerne. Schönes Frühstück und Tag des Apfels heute. Sind Sie jemand, der sich sehr gesund ernährt? Müsli ist schon Standard. Ja, sehr schön. So, und da kommen wir wieder zurück mit einem Schwan und wir schnitzen uns in den apfelhaltigen Vormittag heute und sprachen gerade über Sport. Radrennen war das eine, Joggen ist das andere, aber Weihnachtsbaum-Weitwurf gehört nicht zu unserer Disziplin heute Morgen. Man kann ja nicht in die Zukunft schauen, vielleicht im nächsten Jahr daran teilnehmen. Oder in einem anderen Leben vielleicht. Keine Ahnung. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe in der Biografie bei Ihnen gesehen, die Familie Bartos hatte unglaublich schöne, geschmückte Weihnachtsbäume. Ja, meine Mama, die kommt ja aus Berchtesgaden, aus Bayern. Und das war so ihr Baby, das fand sie ganz toll. Und da durften die Kinder auch nicht ran. Es gibt ja auch das Ritual, dass jedes Kind immer den Baum schmücken darf und immer wieder jedes Jahr kommt was Neues hinzu. Also ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Bei uns war das so, dass das Wohnzimmer natürlich verschlossen blieb. Und dann ging die Tür auf und wir kleinen Menschen standen da und wurden vom Erstaunen weggetragen. So, damals noch echte Kerzen und so weiter. Ja, ja, ja. Das waren die 60er Jahre. Ja, und da war mehr Lametta, den Spruch, den haben wir uns ja übernommen. Allerdings. Sie haben mal gesagt, Musik ist in gewisser Weise ein Rätsel. Es sei unmöglich zu erklären, was Musik wirklich ist, weil die Musik selbst dazu ist nur in der Lage. Mhm. Das kann man ja eigentlich so stehen lassen. Aber was bedeutet Ihnen Musik? Ach, das ist ein großes Thema. Bei Musik geht es ja immer um Leben und Tod. Also die Musik gleicht ja unserem Leben, sie ist vergänglich, aber gleichzeitig ist sie auch unendlich, weil
Die Musik lebt ja in unseren Gedanken fort. Also wir spielen jetzt noch die Musik, die ein gewisser Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren komponiert hat. Natürlich gibt es die Noten, die erstarrte Musik, aber die Musik lebt in den Gedanken der Menschen fort. Und in der Hinsicht gleicht sie ja dem Modell, was die Religionen uns bieten, also das ewige Leben. Mhm. Ich habe das nie verstanden, aber dass wir die Musik jetzt von Bach noch spielen können, das verstehe ich sehr gut. Mhm. Und das leben Sie dann auch noch weiter. Und das klingt bei Ihnen, also ich weiß, Sie gehen zu Barenboim jetzt demnächst nach Berlin. Ja. Und die klassische Musik erfüllt Sie dann auch weiterhin noch. Wir sprechen gleich nochmal ausführlich und wir werden jetzt mal auf die Karriere letztendlich schauen. Kraftwerk ist das eine, der Solokünstler danach dann auch. Und vorher lernen wir aber Karl Bartos nochmal aus einer Sicht der Welt der Klänge etwas besser kennen. Wer ihn nur aus der Ferne betrachtet, denkt sicherlich an den Begriff Roboter. Doch wer ihm näher kommt, der merkt schnell, Karl Bartos hat den Schalk im Nacken. Ein liebenswerter, absolut lustiger Quatschmacher. Ein Musikpionier für elektronische Musik, dessen Weltwahrnehmung hauptsächlich aus Klang besteht. Die Welt ist ja Klang, überall ist ja Klang und überall hört man Geräusche, Klänge, Musik im Augenblick nicht. Aber selbstverständlich, die Umwelt ist akustische Information. Wir sind die Roboter. Mit dieser akustischen Information löste die Band Kraftwerk eine internationale Revolution in der Musikbranche aus. Karl Bartos war von 1975 bis 90 Bandmitglied bei Kraftwerk. Das erste, was ich schrieb, war das Album Die Menschmaschine. Und das war relativ erfolgreich in Europa. Und dann bekommt man natürlich den Feedback. Man erscheint in der Presse, sieht sich in den Magazinen. Die berichten über einen, die Medien. Kraftwerk feiert weltweit Erfolge, geht auf Tournee. Unzählige Auftritte hinterlassen Spuren. Ein Besuch im Konzentrationslager Auschwitz bleibt als Dauerton der Erinnerung für Karl Bartos. Es gibt kein Erlebnis in meiner Vergangenheit, was ich mit diesem Nachmittag in Auschwitz vergleichen kann. Es bedrückt mich jetzt noch, also wenn ich nur darüber spreche. Es ist so grauenvoll, auch diese Logistik, sich diese Logistik allein zu überlegen, das ist ganz furchtbar. 1990 verlässt Karl Bartos die Band Kraftwerk, arbeitet als Solomusiker, DJ, Songwriter und Produzent. Und er veröffentlicht eigene Werke. 2013 erscheint ein weiteres Soloalbum, Off the Record, wird als, Zitat, beste Kraftwerkplatte seit 30 Jahren bezeichnet. Klanginformationen, Geräusche der Umwelt. Wer so viel wahrnimmt, braucht immer auch Atempausen fürs Gehirn. Karl Bartos liebt die Stille und sucht sie auch. Und wieder einmal überrascht er durch seinen besonderen Blick auf etwas, was den meisten selbstverständlich scheint. Wenn man genau hinhört, wenn man ganz genau hinhört, dann stellt man auch fest, dass Musik ja aus Klang und Stille besteht. Denn sonst wäre es ja ein ganz durchgehendes, ständig anhaltendes Geräusch. Und wenn man die Seiten einer Partitur aufschlägt, da sieht man Symbole für die Töne und die Geräusche und andere Symbole für die Stille. Die heißt da nur Pausen. Karl Bartos überrascht auch mit seiner Autobiografie. Sie ist nicht einfach so geschrieben, sondern aufgebaut wie eine Partitur, erzählt anhand seiner Notizbücher. Seine Lesungen werden zum Mekka für Kraftwerkpilger und führen Karl Bartos auch in seine alte Heimat nach Düsseldorf. Hier in Düsseldorf sehe ich quasi mein Leben vor mir. So viele Leute sind heute hier anwesend, mit denen bin ich zur Schule gegangen. Heute zum ersten Mal wieder hier, wirklich offiziell. Das ist also mein erstes Heimspiel seit Jahrzehnten. Wirklich. Und deshalb bin ich so leicht nervös. Also aber alle sind ja deinetwegen gekommen und dir also gewogen. Ja, und ich wundere mich, wie viele auch gekommen sind. Ja, sie sind alle wegen ihm hier und stehen geduldig an für eine Unterschrift. Und er nimmt sich Zeit für sie. Was fasziniert Sie an Karl Bartos?
Also ich finde, er ist sehr authentisch, er ist sehr ehrlich auch in seiner Art, er ist offen. Diese Bescheidenheit, obwohl er ja ein Weltstar ist, ne? Und dass ihn das auch berührt hat, hier in Düsseldorf aufzutreten. Ich kann einfach nur sagen, ich finde es halt unglaublich, wie sehr diese Musik, also zum Beispiel Computerwelt, auch die Zeit, in der wir heute leben, vorweggenommen hat. Ich habe großes Herz klopfen. Also als ich 7 Jahre alt war, habe ich Roboter gehört und seitdem höre ich unwahrscheinlich gerne Musik, gerade im elektronischen Bereich. Wer Karl Bartos aus der Ferne betrachtet, denkt an seine Zeit bei Kraftwerk. Wer ihm näher kommt, erlebt einen gelassenen Menschenfreund, einen genialen Klangkünstler, von dem wir noch viel hören werden. Oh ja, und der selbst auch studieren ging noch, oder? Man lernt nie aus im Leben. Schöner Film, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ja, sehr schön. Und wenn man das sieht, wie einem die Menschen begegnen, wie sie einem auch teilhaben lassen an dem eigenen Leben und an den Gedanken, die man hatte mit der Musik, wie inspiriert Sie das heute noch? Ach ja, wissen Sie, die Musik ist ja von Menschen gemacht und wenn man genau hinhört, lernt man auch etwas vom Leben. Mhm. Also insofern ist das so ein Feedback unter Menschen. Und wenn man jetzt sieht, Klänge bedeuten Ihnen sehr viel. Sie haben ja gesagt Klänge und dann gibt es die Stille dazwischen und die Musik wiederum. In den Träumen werden Sie von Musik und Klängen auch verfolgt? Oder begleitet vielleicht? Das ist eine interessante Frage. Meistens nicht. Also ich träume jetzt nicht wunderschöne Musik und wache morgens auf und brauche die dann nur noch aufschreiben oder so. Meistens träume ich doch andere Dinge. Aber es ist so, es gibt diese berühmten Dirigenten, die so eine Partitur aufblättern und dann lesen. Und auf die Frage, wann denn jetzt meinetwegen eine Symphonie am besten reproduziert worden wäre, dann kommt die Antwort, am besten höre ich die Musik in meinen Gedanken. Also und das finde ich so interessant, die Gedankenmusik, was ich vorhin schon erwähnte, dass die Musik in unseren Gedanken fortlebt und weitergegeben wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und jeder, wie gesagt, hat auch einen anderen Zugang. Also gestern David Bowie, ein Jahr verstorben, es gab viele Dokumentationen noch über ihn. Auch ein Künstler, der von Ihnen inspiriert gewesen war, Rammstein, Depeche Mode. Ist einem das so in der rückblickend im Prinzip bewusst, wie viele Künstler man selber inspiriert hat mit dem Elektropop und der Musik, der man der Zeit voraus war, wie der eine junge Mann da halt gerade eben auch beschrieben hatte? Ich kenne die Frage und meine Antwort kenne ich auch. Es ist halt so, dass ich am besten nicht darüber nachdenke. Weil wenn man das glaubt, was in den Magazinen steht und was andere über einen und sagen. Was die Künstler aber auch wirklich gesagt haben, muss man ja auch sagen. Ja, was sie dann wirklich gesagt haben, das bringt mich ja nicht weiter. Also es ist immer gut, wenn man Menschen, die Musik machen, also gut kennenlernt. Einer meiner musikalischen besten Freunde ist Bernard Sumner von New Order. Und wenn wir beide zusammen sind und über Musik sprechen und uns gegenseitig unsere neue Musik vorspielen, dann ist das etwas ganz Besonderes. Aber andere berühmte Musiker, ich weiß nicht, ich spreche gerne mit den Menschen über Musik, die ich kenne. Okay, und klar, das ist auch verständlich und man merkt auch, wie bescheiden Sie dann sind. Sie sind ja ein Weltstar, wenn man das so sagen darf. Sie sehen sich aber selber gar nicht wahrscheinlich so. Es tut nicht gut, wenn man sich selber als Weltstar sieht, das kann ich nur sagen. Okay, also die Bescheidenheit, die da ist. Die Eltern gaben ja unglaublich viel Fantasie für diesen Weg dann auch zu gehen. Das war wiederum ein anderes Kapitel. Mit 17 Jahren, dann haben sie entschieden, okay, es funktioniert nicht. Ich muss meine eigene Entscheidung treffen und auch wenn mein Vater sich nicht hinter mich stellt, gehe ich diesen Weg. Gab es eine Aussöhnung irgendwann? Natürlich. Also später, als mein Vater dann in der Bild-Zeitung las, dass wir in Amerika Musik machen und so, dann beschäftigt er sich dann ernsthaft damit. Und natürlich gab es eine Aussöhnung, dann, das ist schon klar. Ich kann es heute in gewisser Weise verstehen. Es ist ja oft so, die Kinder von Musikern werden auch wieder Musiker, weil sie diese Kultur zu Hause erleben. Und das gab es bei uns zu Hause nicht. Ich wurde durch die Popmusik eingefangen. Also die Musik der 60er Jahre, die war wirklich entscheidend in meinem Leben. Und von da an wusste ich irgendwas mit meinem Leben anzufangen. Das bekam einen Sinn und auch Ordnung. Also indem ich mich mit der Musik beschäftigte, damals noch sehr intuitiv,
lernte ich dann was fürs Leben. Ich wollte dann nur noch das machen. Genau, es waren die Beatles damals, es waren Kinofilme, die Sie gesehen haben. Und dann gab es die Gitarre und die Musikinstrumente, die Sie für sich entdeckt haben. Genau. Aber auch diese Gitarre, die dann vom Vater tatsächlich zerstört wurde. Eine. Aber das ist so ein Bild, das kriegt man am Ende. Ich meine, jeder hat einen Disput mit seinen Eltern, aber man kriegt dieses Bild dann doch nicht aus dem Kopf, oder? Mein Vater war als 20-jähriger junger Mann in russischer Kriegsgefangenschaft. Mhm. Und das muss sein Leben so derartig umgekrempelt haben. Und er war einfach danach nicht mehr derselbe. Mhm. Kann man sich vorstellen. Also mit 20 war ich noch ein Kind. Und wenn ich da 2 Jahre lang ständig mit meinem Tod konfrontiert wäre, dann hat das so einen immensen Einfluss auf das Denken. Mhm. Das habe ich allerdings auch alles erst sehr spät begriffen. Und dann kann man verzeihen. Ja. Wir haben gerade gesprochen, also man ist mittendrin gewesen und beurteilt dann Künstler wie diese wie? Was für ein Auge, was für ein Blick, was für ein Ohr hat man dann drauf? Ich hatte das große Glück, in den 60er Jahren in die Pubertät zu kommen und dort mit den Beatles, den Rolling Stones, mit Bob Dylan und mit den amerikanischen schwarzen Musikern groß zu werden. Jazzmusik hat auch einen großen Teil. Die Jazzmusik hat einen komplett unterschätzten Einfluss auf ganz Europa. Seit es zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Europa schwappte, hat komplett unsere musikalische Kultur verändert. Das vergisst man heutzutage. Und heutzutage habe ich so das Gefühl, gerade auch, muss ich leider sagen, durch das Fernsehen wird eben die etwas ganz anderes irgendwie in den Mittelpunkt gestellt. Die Interpretation von Musik, die eh schon da ist. Mhm. Das gehört zur Musikkultur dazu. Also heutzutage spielen die Opernhäuser auch Musik, die Mozart irgendwann mal komponiert hat. Aber heute geht es zu sehr in diese, meiner Meinung nach, in diese Celebrity-Kultur. Ja, das Gesamtpaket ist dann doch was anderes. Wenn man sich Lady Gaga anschaut, wenn man sich so viele Künstler anguckt. Ich habe letztens eine großartige Dokumentation auch über George Michael gesehen, der so zerrissen auch war und plötzlich mit diesem Ruhm auf der einen Seite nicht klarkam, dann wiederum seine Musik machen wollte, sich einsetzte für die, ja, für raus, Ketten sprengen, was die Verträge mit den großen Labels angeht. Ja. Also, ist so traurig, dann doch zu sehen, wie unglücklich er auch war, oder? Also das ist, ich sag immer, also die Musiker, die kommen halt auf die Welt und die Rückseite der Medaille ist dann eben diese Zerrissenheit. Das gehört zur Kreativität dazu. Und kann man auch mit einfließen lassen. Wir gucken in die Kreativität mal rein. Viele Fans warten bestimmt jetzt schon drauf und wir haben es vorhin ja auch schon versprochen, wir tauchen noch einmal in die einzigartige Welt von Kraftwerk, der Band, der auch Sie zu Weltruhm verholfen haben. Und diese Performance, dieser Look, diese Emotionen, die so reduziert waren, oder? Weil man jetzt sagt, werde ich aber rot. Ja, passt ja zum Thema. Ich habe heute auch, ich habe versucht, mich farblich dem Thema auch anzupassen. Was war damals stilgebend, letztendlich diese Emotionen außen vor zu lassen? Weil Musik ist ja Emotion. Das hat ja viele für überfordert am Anfang auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir die Emotionen, also Sie sprechen jetzt von den 70er Jahren, dass wir die außen vor lassen. Mhm. Also, ich glaube schon, dass die Kraftwerkmusik aus mehreren Elementen besteht. Eins davon ist natürlich die Hingabe. Dann ist es das kompositorische Handwerk. Das gehört nun mal dazu. Man muss nun mal wissen, was C-Dur und A-Moll ist. Was er ist. Und dann ist es natürlich die Emotion und ein bisschen Verstand auch. Und wenn man eines davon wegnimmt, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Nee, aber die Performance, die war ja doch... Also die war stilgebend letztendlich. Für viele Künstler, die jetzt immer rumschrabbeln auf der Bühne und sich bewegen, sondern dieses wirklich bei sich sein. Wer hat da die Inspiration gegeben von euch? Es ist halt immer so, man muss etwas finden, was es vorher in dieser Form noch nicht gegeben hätte. Wenn Josef Beuys so gemalt hätte wie Andy Warhol, dann wäre er nicht so bekannt geworden. Absolut nicht. Und wir haben eben nach einer eigenen Ausdrucksmöglichkeit gesucht, die noch nicht ein Attribut eines anderen Künstlers war. Und da schaut man sich natürlich die deutsche Vergangenheit an, die deutsche Kultur, selbstverständlich. Und der holt sich da die Inspiration in gewisser Weise. Wenn man jetzt über die Musik spricht, den Computer auch vielleicht anspricht, wie hat der die Arbeitsweise verändert? Also wir waren vielleicht eine der ersten Bands, die in diese Digitalisierung, die Auswirkungen der Digitalisierung spürten. Mhm. Also die ganze Musik von Kraftwerk, die entstand eigentlich in so einer Art Gespräch. Wir unterhielten uns ständig und den Inhalt unserer Gespräche übersetzten wir dann in Musik. Und der Computer, also wir standen meistens im Studio, im Halbkreis und improvisierten. Aber anschauend und nicht wir schauten uns dabei in die Augen natürlich, machten diverse Späße
Und improvisierten, im Grunde genommen wie Jazzmusiker. Ich würde sagen, wir waren im Grunde genommen Jazzmusiker. Mhm. Als der Computer im Studio eintraf, da schauten wir auf den Computermonitor und nicht mehr in unsere Augen. Und die Informationen, die Daten, die wir eingeben, das machte dann einer von uns. Sie kennen das ja mit der Maus oder auch mit der Tastatureingabe. Und so wurde eigentlich ein Element der Computertechnologie ein Befehl, damals, der hieß Copy and Paste. Mhm. Und das veränderte die Art und Weise unserer Komposition maßgeblich. Mhm. Die Komposition, aber auch die Seele der Band? Seele ist ein Begriff, würde ich in dem Zusammenhang nicht sagen, unsere Art der Kommunikation. Mhm. Also die unmittelbare Kommunikation und dass wir unsere Gedanken in die Musik umsetzten, wurde abgelöst dadurch, dass wir Daten in den Computer eingaben. Mhm. Und unsere Musik, die vorher einen Polyphon-Charakter hatte, änderte sich in eine serielle Eingabe von musikalischen Events, hieß das eben auf der Timeline. Mhm. Okay, und die hatte dann natürlich trotzdem ihren Erfolg. Aber warum Sie dann am Ende ausgestiegen sind, das klären wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Die Digitalisierung war Mitte der 80er Jahre. Ich weiß. Aber wie gesagt, dieser Ausstieg, dieser Blick nicht zurück, sondern diese Entscheidung auch zu treffen, ist ja auch ein großer Schritt, den man geht. Wir hatten vorhin das Thema gehabt, Ausstieg, der Weg zurück, den gab es nicht, aber der Blick nach vorne für die Solokarriere war auch da. Aber was gab den Anstoß damals, zu sagen, ich verlasse jetzt Kraftwerk? Naja, wir hatten 1981 diese wunderbare Welttournee gemacht, in 80 Konzerten um die Welt, heißt das in meinem Buch. Und danach sind wir eigentlich, haben wir keine Konzerte mehr gegeben, die ganzen 80er Jahre nicht. Mhm. Und warum eigentlich nicht damals? Es war halt so. Es ist eine längere Antwort, ich merke. 1981 ging MTV an den Start. Ja. Und wir hatten also in den 70er Jahren schon viel mit Film gearbeitet. Diese filmische Ebene, die war immer ein großer Bestandteil, auch in der Arbeit schon von Ralf und Florian, bevor ich dazu kam. Und in dem Moment, wo quasi die Musik audiovisuell wurde, blieben wir im Studio und haben quasi gar nicht dran teilgenommen an dieser ganzen Entwicklung und haben zwei erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Alben gemacht in den 80er Jahren. Und das war sehr zermürbend und da fand einfach eine Entfremdung statt. Wir haben einfach, was ich eingangs sagte, nicht mehr so gut kommuniziert. Und da unsere Kommunikation ausblieb, konnten wir auch die Umsetzung in die Musik nicht mehr vollführen. Also das war dann zerbröselte. Okay, aber war es ein langer Prozess, sich zu entscheiden, hinzufahren, Schlüssel abzugeben, sich nicht umzudrehen und zu gehen? Ich fand das so schön, was wir gemacht haben. Und es hat auch unglaublichen Spaß gemacht. Also die Schöpfung der Musik, dieser Schöpfungsvorgang, der hat mir unglaublich viel bedeutet. Weil was wir damals formulierten, das hat ja offensichtlich, finden ja heutzutage auch immer noch einige, dass das Substanz hat. Und wir wussten das damals schon, dass uns da nicht die schlechteste Musik der Welt gelungen war. Und so war es halt ein sehr, sehr schwerer Prozess. Definitiv. Und wir haben gerade schon gesprochen, wenn man so viel in der Welt umhergekommen ist, dann liebt man auch mal in Hamburg zu sein, nur, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich geflogen bin, aber ich bin sesshaft. Aber welche Orte der Welt am meisten im Herzen getragen? Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt mit der Band? Kommt drauf an. Ich hatte das große Glück, in meiner Jugend im Jahr 1975 Amerika kennenzulernen. Und zwar von Küste zu Küste, mehrere Wochen lang. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Die amerikanischen Musiker, die Musikkultur auf ihrem Höhepunkt dort zu erleben, Live-Konzerte zu erleben, das war ganz wichtig für mich. Ja, und die Zuschauer fragen natürlich ganz viel, deswegen gehen wir die Fragen jetzt mal schnell rein. Cosmo Sim fragt, wie geht's weiter mit Kraftwerk nach dem Tour de France Soundtrack? Was meinen Sie, wird es ein weiteres Album geben? Da müssen Sie Ralf Hütter fragen. Aber Sie stehen doch im Austausch noch, oder? So ein bisschen? Och, ich weiß nicht. Also wir haben uns relativ entfremdet, muss ich sagen. Also ich kriege das auch nur mit über die Presse. Okay. 380 Tage haben Sie durchgeschrieben am Buch. Sind Sie 870 oder ganz Tage dann doch? Nee, ich habe 380 gelesen. Nee, nee.
zum Schluss, also es war mehrere Jahre, also ich arbeite an dem Buch eigentlich schon jahrelang so in Gedanken. Und dann zum Schluss habe ich dann über 850 Tage durchgeschrieben. Ja, Wahnsinn. Okay, dann wollte ich ja mit meinen 380 Tagen gar nicht kommen. Weil viele Zuschauer ja fragen, wie geht und lebt die Musik weiter? Wie klingt Kai Vatos in der Zukunft? Also ich muss schon sagen, Musik zu erfinden ist mir wirklich ein Bedürfnis. Und das geht auch weiter. Ich habe schon angefangen, wieder neue Sachen zu komponieren und so. Das macht einfach, das befriedigt mich sehr. Also wenn man so, Paul McCartney hat da mal das schöne Bild erfunden, wenn mir eine Melodie einfällt, ist das so, als ob ich ein Stück Gold am Boden. Mhm. Er hat das jetzt nicht materiell gesehen, sondern ja, es ist halt, es macht unglaublich Spaß, Musik zu erfinden. Das möchte ich den jungen Menschen gerne mitgeben. Also vergesst Spotify und macht lieber selber Musik. Ja, aber auch das kann eine Inspiration sein, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Wobei Sie haben, was die Musikkultur angeht, mir vorhin auch gesagt, es ist so wichtig, dass man ein Instrument erlernt, dass man halt eintaucht in die Musik und dass man ja einfach die Musiker heute, die leben und spüren auch ganz anders diese Musik. Genau, ich habe neulich mit einem Erziehungswissenschaftler kommuniziert und er hat eben gesagt, dass es absolut wichtig ist, das Lernen zu lernen. Mhm. Und die Musik, in das Haus der Musik hineinzugehen, durch die Tür ein Instrument spielen zu lernen, das ist eben das Wichtigste. Das machen wir, das Lernen zu lernen. Kai Vatos, vielen Dank fürs Hiersein heute Morgen. Ihnen alles Gute.